wie gut, dass ich auf YouTube die Möglichkeit habe, meine Videos bereits früher hochzuladen und dann zu einem vorgegebenen Zeitpunkt online stellen zu lassen, denn, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, befinde ich mich jetzt am Sonntag um 17 Uhr noch in Linz oder vielleicht gerade schon auf dem Weg nach Hause, denn im Design Center in Linz hat dieses Wochenende am 19. und 20. März 2016 die Comic-Con Austria stattgefunden, wo ich natürlich wieder mit dem Team von DVD-Forum.at vertreten war und wo ich diesmal zum allerersten Mal sogar die große Hauptbühne für mich beanspruchen durfte. Etwaige Videobeweise bzw. Fotos von dem Event bzw. von meinen Auftritten dort werdet ihr dann in den nächsten Tagen sehen. Jetzt ist allerdings das große Highlight der Woche gekommen für einige, zumindest was meinen Kanal betrifft, denn es ist wieder Sonntag, es ist 17 Uhr und deswegen zeige ich euch alles, was vergangene Woche bei mir gelandet ist. Und ihr seht, es ist zwar eigentlich nicht allzu viel, aber dafür ganz besonders exquisites Zeug. Ich habe mir jetzt am Anfang, ehrlich gesagt, nachdem die Sonne sich kurz gezeigt hat in der letzten Woche, ich war sogar ganz kurz verunsichert, wie ich meinen Blick nach oben gewandt habe und mir gedacht habe, was ist das eigentlich für ein komischer gelber Ball. Ich weiß es nicht. Das Einzige, das ich gewusst habe, ist, dass ich für diesen Sommer gerne eine neue Sonnenbrille hätte, weil ich einfach finde, dass mir die alte nicht mehr so gut passt und habe deswegen ganz kurz überlegt, ob ich vielleicht das Sammlungsupdate heute mit einem kleinen Scherz beginnen möchte, dass die Sonnenbrille relativ passend ist für den Film Pixels, weil man dadurch vielleicht nicht mehr so viel davon sehen muss. Allerdings hat mir Kamera Obscura die Antwort auf diese Frage, ob ich diesen Scherz bringen soll, sofort mit dem Cover der neuen Italian Genre Cinema Collection geliefert. No! 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 Don't do this joke! Also, mache ich ihn einfach nicht. Anyways, ich glaube einfach nur, dass Pixels einer der Filme ist, bei dem Kevin James, Michelle Monaghan, Peter Dinklage und Josh Gad in der nahen Zukunft wahrscheinlich glücklich gewesen wären, wenn manche Leute dabei Sonnenbrillen aufgehabt hätten, weil dann könnten sie das Ganze vielleicht relativ ohne weitere Spätfolgen aus ihrem Resümee wieder streichen. Anyways, ich arbeite mich einfach ganz kurz durch dieses Sammlungsupdate von heute. Das erste, das ich euch wirklich zeigen möchte, ich bin ja sonnenbrillentechnisch wirklich großer Ray-Ban-Fan und ich habe durch Zufall, wie ich am Flughafen war vor einiger Zeit, ein Modell von Ray-Ban gefunden, das mir einfach wirklich gut gefallen hat. Vor allem, weil es eine Sonnenbrille ist, die eine runde, relativ sportliche Form hat und eigentlich, muss ich fast sagen, sich in mein Gesicht gießt und man fast gar nicht mehr mitbekommt, dass man eigentlich eine Sonnenbrille aufhat. Ich könnte jetzt einmal, wenn ich lustig bin, ausprobieren, was da passiert, wenn ich der Kamera eine Sonnenbrille aufsetze. Funktioniert eigentlich sogar lustigerweise. Was ich relativ cool finde, ist, dass das eine von den polarisierten Brillen ist, was mehr oder weniger bedeutet, dass man auch direkt auf reflektierende Oberflächen schauen kann, wie beispielsweise auf Wasser, ohne dass man geblendet wird, weil eben dieser Polarisationsfilter genau dieses Licht rausfiltert. Was ich sehr, sehr angenehm finde, auch meine alte war schon eine polarisierte Brille, aber die hat mittlerweile in den letzten Jahren relativ viel durchgemacht und deswegen war es einfach an der Zeit für eine neue. Die bestellt bei Amazon, hat tiptop funktioniert. Als nächstes muss ich quasi nicht vorgreifen, sondern nach hinten greifen, aus einem Grund, den ihr dann in ein paar Minuten auch wahrscheinlich verstehen werdet. Aber ich hole zuerst einmal die Italian Genre Cinema Collection nach vorne, nämlich den Film. Betrachten wir die Angelegenheit als abgeschlossen und vor allem die Angelegenheit, dass Zocchi versucht, den italienischen Originaltitel auszusprechen. Das wird nämlich, glaube ich, nichts. Das ist jetzt dann die Nummer 17 der IGCC. Ich sollte sie, wenn ich das jetzt auf die Schnelle kontrollieren würde, wahrscheinlich vollständig haben. Ich habe zumindest nie einen Titel ausgelassen, auch wenn ich das rückblickend gesehen bei Filmen unter Anführungszeichen wie Top Sensation ganz gerne gemacht hätte. Und ja, ich weiß, der Film wurde damals von einigen mit sehr positiven Worten entgegengenommen. Für mich ist es trotzdem nach wie vor einer der unnötigsten Filme, der jemals produziert wurde und einer der schlechtesten, die ich jemals gesehen habe. Aber lassen wir das.
wie gewohnt hier mit einem coolen Booklet, quasi kopfüber, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, mit der Blu-ray auf der rechten Seite und mit dem bekannten Design der Reihe, diesmal in grün. Was ich an der Stelle aber in die Runde fragen möchte, an alle, die die IGCC auch sammeln, ist, ob nur ich Probleme mit der Verarbeitung der Reihe habe oder ob das einigen anderen von euch auch schon aufgefallen ist. Ich hatte schon Schuber bei mir von der Reihe, die irgendwie relativ komisch verdrückt waren. Ich habe einen Titel, weil man sieht quasi, dass der Schuber an dieser Stelle hier geklebt ist und dass das quasi eine Lasche ist, die da festgeklebt ist, dass sich das löst und quasi dieses Teil permanent aufklappt, was mich ziemlich nervt. Und bei dem Titel ist mir jetzt wieder aufgefallen, dass dieser Klebestreifen, man hört's, etwas unsauber geklebt ist und da quasi nach vor steht, sodass man sogar mit dem Finger bzw. anderen Blu-rays, wenn man sie aneinander stellt, kleben bleiben kann. Hab mich nämlich schon gewundert, warum sich die Verpackungsfolie nicht so richtig von dem Teil lösen wollte. Das ist irgendwie relativ schade. Vielleicht kann, sollte jemand von Camera Obscura jetzt zuschauen, man da in Richtung der Produktion die ein oder andere Optimierung vornehmen. Das wäre für die Zukunft definitiv ratsam, weil abgesehen davon ist es natürlich eine wunderschöne Edition. Vor allem, was mir ganz besonders gut gefällt bei dem Teil, ist dieses Covermotiv. Das ist wirklich cool und das wirkt eigentlich so richtig schön reißerisch, krimimäßig. Abgesehen davon, und es ist eigentlich wirklich ein Wahnsinn, wenn man sagen muss, dass die Blu-ray aus der Italian Genre Cinema Collection das harmloseste ist, das vergangene Woche bei mir gelandet ist. Denn abgesehen davon habe ich nur noch 4 Full Slips aus dem fernen Osten bzw. aus Tschechien bekommen. Wir starten einmal mit Kimchi. Well, I would walk 500 miles. Wobei, A Triumphant True Story fand ich relativ witzig, weil ich am selben Tag die beiden Päckchen mit The Walk und Fantastic Four bekommen habe. Und wenn Fantastic Four vieles ist, es ist sicher keine Triumphant Story. Kimchi hat bei dem Schuber von The Walk wieder mit partiellem Hochglanzlack gearbeitet. Hier unten beim Filmtitel bei der Person, bei dem Seil bzw. der Balancestange und auch bei dem Schriftzug hier oben. Was außerdem noch der Fall ist, und ich weiß gar nicht, ob man das im Video überhaupt so gut erkennen kann, ist die Tatsache, dass diese Gebäude zumindest hier und hier auch noch geprägt sind, was sich natürlich sehr, sehr edel anfühlt. Das Ganze noch dazu relativ schön samtig. Das macht einen ziemlich coolen Eindruck. Wobei ich trotzdem der Meinung bin, dass von allen Anbietern von Full-Slip-Editionen Kimchi eigentlich qualitativ so ziemlich ein Schlusslicht ist, weil was mir auffällt, was mir nämlich schon bei Spectre aufgefallen ist, dass diese Full-Slips allesamt relativ dünn sind. Wenn ich das dann am Ende des Videos, nachdem wir uns alle angeschaut haben, vergleiche mit den beiden von Film Arena, dann werdet ihr relativ schnell sehen, was ich damit meine. Hier auf jeden Fall mit, nur limitiert auf 500 Stück, meine die Nummer 112. Und hinter diesem Backcoverblatt ebenfalls hier mit dem einen Strich mit Gloss Finish und hier ebenfalls wieder geprägt auch ein sehr, sehr, sehr geiles Motiv. Also auch wenn der Schuber jetzt nicht so üppig ausgestattet ist wie gewohnt, wunderschön verarbeitet ist er trotzdem. Was drinnen steckt, ist dann wiederum das bekannte Steelbook von Sony. Leider wieder in absolutem Full Gloss Hochglanz Finish, was meines Erachtens nach eben nicht so schön ist und auch irgendwie bei diesem Motiv nicht so passt, vor allem bei dem Himmel und so weiter. Da wäre es natürlich genial gewesen, hätte man bei den Gebäuden auch mit einem partiellen Hochglanzfinish gearbeitet. So ist es irgendwie ein relativ nettes Steelbook, das aber, finde ich, nicht das aus diesen genialen Motiven rausholt, das man da rausholen hätte können. Da hätte ich mir mit Prägung, Lenticula, weil es ja ein 3D-Film ist und so weiter, wesentlich mehr vorstellen können. Und by the way, ja, ich weiß, es gibt im deutschsprachigen Raum ein 3D-Steelbook von dem Film, das habe ich allerdings bei meinem Saturn in Wien nicht gefunden. Dann haben wir da wieder ein paar Kärtchen. Hinten habe ich mir dann gesichert den Sticker vom Frontcover mit der Kimchi Collection. Drinnen die beiden Discs, einerseits die 3D Blu-ray, dann die normale Blu-ray
und im Inneren. Und ich meine, ganz ehrlich, der Film ist definitiv von diesem gesamten Jahr einer, der mich wahrscheinlich am allerwenigsten interessiert, weil wow, wir schauen uns tatsächlich einen Film an, wo jemand zwischen zwei Häusern spazieren geht. Bist du deppert, ist das spannend. Aber alleine vom Artwork des Steelbooks her finde ich, das ist dermaßen wunderschön fotografiert. Auch diese Szene, die da im Innenartwork ist, dass alleine aus visuellen und ästhetischen Gründen ich mir diesen Film definitiv anschauen muss und ich auch definitiv froh darüber bin, dass ich von diesem Titel die 3D-Version habe, weil da kommt das Ganze dann sicher noch wesentlich besser zur Geltung. Bleiben wir einmal im fernen Osten, schauen wir gleich weiter zu den nicht ganz so fantastischen Vier, also zu dem Film, der jetzt eher mäßig angekommen ist. Ich glaube, der größte Effekt, den dieser Film hatte, war, dass er Robert zu einem der Teaser für Blade Soccer vs. Italophila inspiriert hat, nämlich zu diesem am Ende vom, glaube ich, dritten Teaser oder so. Aber diesmal eigentlich ein wirklich genial gestalteter Schuber. Wir sehen wieder, dass das Fantastic Four Logo geprägt ist. Es wurde sogar, ich weiß nicht, wie schön man das hier auf dem Video sieht, mit Holopapier gearbeitet, sodass hier diese beiden Effekte, der Titelschriftzug, aber auch ein paar Partikeleffekte im Hintergrund eben hervorstechen. Was mir daran nicht ganz so gut gefällt, überraschenderweise, ist das Hochglanzfinish, aber das wird euch jetzt nicht wirklich überraschen. Außerdem finde ich schade, weil man sieht es hier unten sogar schon, dass das Hochglanzfinish bei diesem Titel so wild ist, dass es nicht einmal sauber hat ankommen können. Hier auch übrigens Holopapier bzw. geprägt und hier hinten dann die Nummer 215 von nur 300 Stück, das fasse ich gar nicht, dass Kimchi einen aktuellen Kinoblockbuster auf 300 Stück limitiert. Gut, kriegt wahrscheinlich eh jeder ein Stück davon, der sich damals ein Kinoticket gekauft hat. Hust. Und auch hier hinten wirklich schön gestaltet mit dem ebenfalls geprägten Fantastic Four Logo und diesem Holopapier-Effekt. Also gestaltet wirklich wunderschön. Hätte man auf diesen Full Gloss Finish verzichten können, wäre ich noch happier damit geworden, denn wenn ihr nämlich hier unten zum Beispiel schaut, unter dem Vierer, beziehungsweise auch hier oben, sehen wir, dass dieser Full Gloss so schlimm ist, dass er nicht einmal den Verpackungsprozess irgendwie unbeschadet überstanden hat, weil hier irgendwelche, ich nenne jetzt einmal Dreckspuren oder Kratzer oder sonstige Ablösungen vorhanden sind. Ich muss ganz kurz die Edition aus der Kamera nehmen, weil das Steelbook geht leider nicht so locker hier raus wie das von The Walk. Keine Ahnung warum. Ich habe echt lange eigentlich gebraucht, wie ich es das erste Mal aufgemacht habe, dass ich das Steelbook rauskriege. Aber hier quasi dasselbe Motiv, dasselbe Logo, das hier auch verwendet wurde, noch einmal auf dem Steelbook. Da allerdings wirklich das Logo wunderschön nach unten geprägt mit dem partiellen Hochglanzfinish, sieht das, finde ich, obwohl es ein schlichtes Artwork ist, obwohl es nichts anderes ist als eigentlich das Logo von den Fantastic Four, finde ich das wirklich schön. Und da hinten auch noch ein absolut geniales Bild. Genial gelöst mit diesem Steelbook-Effekt. Ich finde, der kommt da einfach nur unfasslich genial rüber. Alleine dieses Bild von den Fantastic Four ist schon eigentlich eine echt feine Sache. Da hat sich's definitiv ausgezahlt, sich dieses Steelbook zu holen. Im Inneren wieder ein paar Karten, wieder natürlich gesichert der Sticker vom Frontcover. Auf der rechten Seite die Disc, dankenswerterweise code-free, und im Inneren ebenfalls ein saugeiles Artwork, herrlich. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich die Fantastic Four absolut lächerlich finde. Ich meine, ganz ehrlich, was ist das für ein Superheldentyp? Naja, lassen wir das Ganze. Für mich kommt das irgendwie so rüber, als würde ich in einer Neuverfilmung die Rolle von John Wick spielen. Aber ein wirklich wunderschönes Steelbook, eine toll verarbeitete Geschichte mit eben der Ausnahme, dass ich finde, dass diese Kimchi-Sachen relativ dünn
ausgefallen sind, weil sie eben, und jetzt können wir gleich den Vergleich wagen, im Vergleich zu den Filmarena-Sachen keine Bücher und keine sonstigen Beigaben haben, was man dann natürlich ganz besonders im Regal relativ deutlich merkt, weil das, was Kimchi macht, ist quasi einfach nur ein Schuber für Steelbook. Gut, ist auch mehr oder weniger die Bedeutung des Begriffes Full Slip, aber Filmarena und einige andere, wie auch Plain Archive und so weiter, geben sich da, finde ich, ein bisschen mehr Mühe, dass das Ganze wirklich was hermacht. Das Einzige, was immer noch nicht bei Filmarena gelandet sein dürfte, ist die Tatsache, dass es natürlich relativ nett ist, so ein Backcover-Blatt anzubieten, auch wenn der Druck auf diesem Blatt unscharf ist, und da die individuelle Limitierungskarte anzubringen und diese nicht direkt auf den Schuber zu kleben, aber dass es fein wäre, dass diese Karte nicht genauso groß ist wie der Schuber, sondern ein bisschen kleiner, dass man den dann nachher hineinschieben kann, das wäre tipptopp. Was Filmarena allerdings hier geleistet hat bei diesen beiden Fullslips, finde ich absolut genial. Man merkt, finde ich, auch über die Kamera, wie samtig und wie cool sich dieser Schuber an sich angreifen muss. Und außerdem sehen wir, dass diese einzelnen Pixel natürlich auch auf dem Spine und nicht nur auf dem Frontcover mit einem partiellen Hochglanzfinish versehen sind, was natürlich bei diesen großen Würfeln da unten jetzt gar nicht so besonders ist. Aber wenn man das in der Reflexion hier vom Fenster vielleicht erkennen kann, der Pixels-Schriftzug ist ja nicht einfach nur mit einem Hochglanzlack versehen worden. Nein, nein, da wurde jeder einzelne Pixel von Pixels einzeln gemacht. Und das sieht natürlich absolut hervorragend aus, und auch wenn ich persönlich ja nicht der größte Fan von diesen schlichten Artworks bin, das gefällt mir richtig, richtig gut. Auf dem Backcover haben wir dann eine andere Szene, mehr oder weniger natürlich dasselbe, was abgedruckt ist auf diesem Backcoverblatt. Auch hier wieder sehr fein mit quasi, was sagen, Partikelgloss gearbeitet bei dem Auto, bei den Drecksbatzen, und auch da im Hintergrund, das ist kein Schmutz, sondern das ist der partielle Glanzlack, sieht eigentlich wirklich nicht schlecht aus. Kann man nichts sagen, ganz wahrscheinlich im Gegensatz zum Film, aber da kommen wir zuerst einmal zu dem Buch, das beiliegt, und das ist ebenfalls eigentlich nicht zu verachten. Hier haben wir dann einige Bilder aus diesem Film, wo tatsächlich ein Produzent in Hollywood der Meinung war, ich meine, ganz ehrlich, das Konzept finde ich ja auch ziemlich cool. Das muss ich Adam Sandler ja lassen. Die Idee von dem Film ist ziemlich genial, aber ich wage jetzt einmal zu behaupten, dass Adam Sandler und seine Crew nicht die nötige Kompetenz haben, diesen Film adäquat umzusetzen. Ich habe zwar den Film bis jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe das Review vom Nostalgia Critic dazu gesehen, und das hat mir da wirklich mehr als nur recht gegeben und mich darin bestätigt, dass dieser Film, also ich glaube, der Nostalgia Critic hat gesagt, das ist der laziest und worst Film, den der Adam Sandler jemals gemacht hat. Und wow, bist du deppert, wenn das nicht eine vernichtende Kritik ist. Außerdem, sehe ich gerade, wollte freiwillig nicht raus, falls man seine kleine Dosis Pixels für zwischendurch braucht, gibt es da noch ein paar Sticker. Naja, und ebenfalls ziemlich cool, auch das Innere von dem Schuber hier wieder bedruckt mit Front- oder Backcover-Motiv. Da ist wirklich alles nahtlos. Was mir wirklich gut gefällt, ist hier das Lenticular mit eben den Videospielcharakteren, die für den Film verwendet wurden. Das ist echt cool. Das Steelbook, das dann drunter ist, ist das, was wir natürlich auch kennen, das es auch bei uns gibt, nämlich eben jenes. Ebenfalls leider wie auch The Walk komplett Hochglanz gefinisht, was mir persönlich nicht so taugt, aber das Motiv gefällt mir relativ gut. Vor allem das finde ich ja super, wie da mehr oder weniger der 8-Bit Donkey Kong vor der Großstadt steht und mit dem Fass wirft. Das ist echt super. Auch schön
mit dem Steelbook-Effekt zwischendurch. Das kann sich echt sehen lassen. Drinnen dann noch einmal Material, das halt eben bei mir wie gewohnt verpackt bleibt. Karten, kleinere Karten und der Film sowohl in 3D als auch in 2D. Ich hätte Adam Sandler Filme gerne in 0D, aber lassen wir das. Und man muss ja echt sagen, ich meine ganz ehrlich, es gibt wenige Major Labels, die so geniale Steelbooks machen wie Sony. Ich finde es einfach perfekt gestaltet, dieses Innenartwork, obwohl es in Wirklichkeit nicht einmal ein durchgehendes Motiv ist, aber so wie sie das unterbrochen und fortgesetzt haben, sieht das echt einfach nur genial aus. Also major-technisch kann man, finde ich, bei den Steelbooks Sony und vor allem auch Warner echt nichts vormachen. Dagegen stinkt, finde ich, Universal total ab. Auch Fox, wobei das Steelbook zu Fantastic Four ziemlich leiwand ist. Und auch das, was wir jetzt dann gleich sehen zu Edward, ist relativ gut gelungen. Disney ist auch, ich meine, grundsätzlich sind die meisten wirklich schwer in Ordnung, aber diesen bist du deppert, schaut das leiwand aus Effekt habe ich eigentlich in erster Linie bei Sony Steelbooks und auch in weiterer Folge bei Warner Steelbooks relativ oft. Kommen wir zum letzten Full Slip, der mich vergangene Woche erreicht hat, wie auch der zu Pixels habe ich den bekommen von Pretz Media, der ja dankenswerterweise die Filmarena-Titel ebenfalls anbietet und mir damit Massen an Versandkosten spart. Da kam Edward mit den Scherenhänden, ein Titel, wo ich eigentlich mir den Full Slip auf den ersten Blick gar nicht holen wollte. Übrigens, das ist der Grund, warum ich die Camera Obscura-Version zuerst gezeigt habe, weil ich die da hinten aufgebaut habe und hätte ich den weggenommen, wäre das umgefallen. Weil ich den Film bereits im Steelbook habe, nämlich in der alten britischen Steelbook-Version und wollte mir, auch wenn es einen schönen Fullslip drumherum gibt, nicht dasselbe Steelbook noch einmal holen. Glücklicherweise ist es nicht dasselbe Steelbook, sondern nicht nur ein geiler Fullslip, sondern auch ein komplett neu gestaltetes Steelbook. Aber bevor wir zu dem kommen, schauen wir uns einmal das Fullslip an, so quasi in normal. Und dann können wir auch hier beobachten, wie genau man hier mit diesem Finish gearbeitet hat. Irgendwie finde ich, wenn ich das Ganze so halte, schaut das Ganze richtig bedrohlich aus, fast wie so ein David Bowie Plattencover, wo das Gesicht so ganz komplett hervorsticht und irgendwie aus dem Bild rausschaut. Das ist irgendwie der einzige Nebeneffekt, der vielleicht nicht ganz so schön ist. Natürlich hat Filmarena nicht die einzelnen Haare diesmal einzeln mit dem Glossy Finish versehen, aber zumindest bei der Kleidung sieht man wieder, wie genau und wie schön hier gearbeitet wird. Also für mich ist Filmarena aus Tschechien wirklich eigentlich der hochwertigste Full-Slip-Anbieter, den es aktuell weltweit gibt, auch wenn man sich derzeit relativ viel ärgern muss aufgrund der ganzen Verschiebungen und so weiter. Und ja, auch der Schmetterling da oben ist mit Full Gloss Finish. Dann kommen wir auch da wieder ins Innere von dem Teil. Und bevor wir uns das Steelbook anschauen, blättern wir auch diesmal wieder durch das dicke Buch. Apropos das dicke Buch. Wir werden jetzt gleich etwas bzw. jemanden erkennen, wo vielleicht der ein oder andere überrascht sein dürfte. Ich war es auch, wie ich mir den Film vor ein paar Jahren das erste Mal wirklich bewusst angeschaut habe und gesehen habe, wer eine Nachbarin spielt in dem Film. Yep, Bertha ist hier. Bertha kann leider in Edward mit den Scherenhänden nicht so schön dissen wie in Two and a Half Men, aber ist trotzdem eigentlich immer relativ witzig, wenn man Leute, die man aufgrund von verschiedenen, vor allem Serienrollen kennt, dann irgendwo einfach nur als kleinere Nebenrolle entdeckt. Aber da auch eigentlich relativ nett und schön gearbeitet mit vielen Bildern aus dem Film, ist, finde ich, auch wenn ich persönlich niemand... Pff, ja, genau. Ja, man kann auch so ausschauen.
Auch wenn ich persönlich nie irgendwie Artbooks oder sowas kaufen würde, so als Beigabe finde ich sie eigentlich immer ganz nett. War ja auch eines der wirklich großen Highlights bei der The Witcher Edition, wo ja ein riesiges A4 Hardcover Teil dabei war. Hier auch mit einem Lenticular, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob man das auf dem Video so schön erkennen kann wie in live, aber ich persönlich finde dieses Lenti eigentlich nicht besonders fein und nicht gut gemacht, weil dieser Lenticular-Effekt irgendwie total pixelig rüberkommt. Also die Figuren und auch der Hintergrund, das wirkt alles total verpixelt. Das Einzige, was diesen verpixelten Effekt für mich nicht hat, sind diese Ranken hier drumherum. Aber auch sonst, sowohl die Charaktere als auch das Gebäude schauen in Wirklichkeit per se überhaupt nicht gut aus. Und das, obwohl das Lenti an sich von der Gestaltung her wieder mal ziemlich cool wäre. Das Steelbook an sich ist das neue in Blau, das es glaube ich mittlerweile auch in England und auf anderen Märkten gibt, eben dieses 25th Anniversary Steelbook, das ein ziemlich geniales Frontcover hat, muss man sagen, das auch hinten ziemlich cool aussieht und auch noch dazu über ein nettes Innenartwork verfügt, das nämlich wirklich schön fortgesetzt ist und mehr oder weniger diesen Kleingarten, diese geschniegelten Hecken und diese grässlich kitschbunt angemalten Häuser zeigt. Eine wirklich, wirklich schicke Sache. Hier natürlich auch wieder mit Karten und ähnlichen Gimmicks mit dabei. Eine wunderschöne VÖ von Film Arena an der Stelle. Damit haben wir für das heutige Sammlungsupdate nur mehr eine Kleinigkeit übrig, nämlich Deadpool, der coolste und einzigste geniale Comic-Charakter aller Zeiten. Da ist jetzt nämlich gerade erst die 15. Volume von Deadpool Classics erschienen. Ich habe mir ja natürlich, nachdem ich mir Ende des Jahres alle Deadpool Comics gekauft habe, jetzt dann auch gleich alles neue Material vorbestellt. Was ich sehr fein finde, die Rückengestaltung ist genauso wie bei den anderen Classics, passt perfekt dazu. Außerdem ist das jetzt offiziell, sofern ich nicht irgendetwas in der Wikipedia übersehen habe, super Bild, das Letzte, was mir von den Deadpool Classics fehlt. Ich wäre ja generell der Meinung gewesen, dass das Buch mit der Überschrift All the Rest auch ein super Abschluss wäre für die ganze Deadpool Classics Reihe. Natürlich muss man da aber diese offensichtliche Cash Cow noch ein bisschen weiter melken und auch immer mehr quasi noch in die Zukunft gehen und bringt jetzt, ich meine, das ist eine feine Sache, bringt jetzt, sage ich zuerst noch fertig, die sogenannte Killogy, nämlich von Cullen Bunn, Deadpool Kills the Marvel Universe, Deadpool Killustrated und Deadpool Kills Deadpool, ebenfalls als Killogy und Nummer 16 in der Deadpool Classics Reihe. Mich stört's ehrlich gesagt gar nicht, dass ich das schon habe und damit mir weitere Nummern von der Classics Reihe fehlen, weil ich eben finde, im Regal ist ein Buch mit dem Titel All the Rest der perfekte Abschluss. Das Einzige, was ich eben nur hoffe, ist, dass man jetzt dann halt einfach mit Neuauflagen in der Classics-Reihe weitermacht und nicht dann plötzlich doch noch irgendetwas kommt, das ich nicht habe. Da würde es mich dann natürlich doch wieder ein bisschen stören, wenn da eine Nummer dazwischen fehlt. Und ich glaube aber trotzdem nicht, dass ich mich zu einem Doppelkauf überreden lassen könnte, weil so billig sind die Teile auch wieder nicht. Was ich noch ganz zum Schluss ansprechen möchte, ist, an Comics gibt's quasi nur so viel bei dieser Ausgabe, weil der letzte Programmpunkt in Classics 15 ist Deadpool Core Rank and File und das ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Charakterenzyklopädie, mehr oder weniger Wikipedia 1.0, Big Bertha, wo wir gerade dabei sind, wo man eben einfach über alle Charaktere, die in den ganzen Deadpool-Comics vorgekommen sind, nachlesen kann, was für mich natürlich als Fan ein relativ geniales Nachschlagewerk ist. Und
Damit ist es fürs Erste auch schon wieder fertig mit Deadpool. Es kommen ja heuer mit Deadpool und Spider-Man Bromance, beziehungsweise mit dem neuen Deadpool-Ding, einige neue Deadpool-Sachen auf den Markt, was mich persönlich natürlich extrem freut, weil langsam aber sicher, man mag es nach dem, was ich hier vergangenes Jahr eingekauft habe, ja, vielleicht gar nicht glauben, aber ich bin tatsächlich schon, kann man sagen, zu 3/4 fertig mit meinen ganzen Deadpool-Comics. Das Einzige, ich bin jetzt gerade bei den Classics Nummer 12, bei Deadpool Core. Alle anderen Classics habe ich schon gelesen, also vor 12. Die Daniel Way, Pusine Duggan Runs habe ich gelesen, die ganzen Miniserien habe ich gelesen. Nach den Classics fehlt mir dann nur mehr Deadpool and Cable und dann war es auch schon wieder. Apropos, dann war es auch schon wieder. Das ist mehr oder weniger das Ende des heutigen Sammlungsupdates. Ganz zum Schluss, diesmal ein bisschen ein anders angeordnetes Schlussbild, weil ich einfach diese Teile nicht mehr aufbauen wollte. Da sieht man jetzt dann übrigens auch noch einmal relativ schön, finde ich, den Unterschied zwischen den dünnen Kimchi Full Slips und den dickeren und genialeren von Film Arena. Ich sage auf jeden Fall auch diese Woche an euch wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war ja jetzt quasi offiziell eines unserer letzten Sammlungsupdates im März, bevor es dann in Richtung April geht. Und auch wenn ich vorgestern bereits ein eigenes Video mit einem Reminder dazu gemacht habe, sage ich es einfach im Sammlungsupdate böserweise zum Schluss trotzdem noch einmal. Ich habe für den 1. April 2014 eine ganz besondere Community-Aktion vorgesehen, nämlich den sogenannten PlayZocker Reviews Jugendsünden-Tag, wo ihr eure Jugendsünden vorstellen könnt, indem ihr ganz einfach ein Video auf eurem eigenen Kanal mit kompletter kreativer Freiheit hochladen könnt, wo ihr uns etwas von euren Jugendsünden erzählt bzw. uns die zeigen könnt. Egal, ob das jetzt Hausnummer, Fanfiction, Texte, Videos, Kurzfilme, Radiomoderationen, was auch immer sind. Etwas, das euch einfällt, über das ihr euch vielleicht ein bisschen selber lustig machen könnt, dann präsentiert uns das am 1. April 2016 auf eurem Kanal. Falls ihr die genauen Hinweise zur Teilnahme noch einmal durchlesen wollt, die findet ihr im eigenen Video, im Reminder von vorgestern über den Jugendsünden-Tag. Ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn da einige mitmachen. Ich glaube, die Idee ist lustig, weil sonst hätte ich es nicht gemacht. Habe auf jeden Fall selber etwas in petto, wo ich mir denke, der WTF-Faktor zischt durch die Decke. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, auch diese Woche hier beim Sammlungsupdate. Wir sehen uns natürlich nächste Woche wieder mit einigen neuen Videos. So möchte ich euch auf jeden Fall einiges an Material von der Comic-Con Austria in Linz zeigen. Natürlich in erster Linie von meinem Bühnenprogramm. Weiteres Material bekommt ihr auf dem YouTube-Kanal beziehungsweise auch auf der Facebook-Seite und Homepage von DVDforum.at. Dort seht ihr dann nämlich wie gewohnt meine Fotos, beziehungsweise natürlich auch noch andere Videos, vielleicht Interviews mit den Stargästen von dort und so weiter und so fort. Ich kann es natürlich nicht sagen, weil es ist jetzt Freitag um, glaube ich, 16 Uhr oder so, aber ich bin wirklich zuversichtlich, dass uns dort eine Menge gelungen ist. Freue mich bereits auf euer Feedback dazu. Freue mich bereits darauf, euch auch nächste Woche wieder das ein oder andere Mal auf meinem Kanal zu sehen. Ich möchte nächste Woche definitiv eine Menge streamen bzw. einige Videos vorbereiten für die nächste Zeit. Wir sehen uns dann womöglich live direkt von der PlayStation, da kann man ja auch mitkommentieren, Fragen stellen und einfach nur Spaß haben. Aber ein Fixpunkt nächste Woche ist natürlich am Donnerstag die neue Folge von PlayZocker vs. Italophila. Und für den Fall, dass euch das alles nicht interessiert, genau in einer Woche, am Sonntag um 17 Uhr, ist es dann wieder soweit und es kommt das neue Sammlungsupdate mit allen Dingen, die ich einerseits vielleicht mir auf der Comic-Con Austria besorgt habe, beziehungsweise die im Laufe der kommenden Woche bei mir landen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen, hoffentlich immer noch wettermäßig schönen Sonntagabend und eine sehr, sehr schöne Osterwoche. Ciao!